2011 gelingt Audi ein Coup, an dem die Ingolstädter lange gearbeitet haben. Obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, überholte Audi bei den Zulassungszahlen Dauerrivale Mercedes bei den Premium-Marken. Zum Jahresende will Audi weltweit rund 70.000 Autos mehr verkauft haben als die Schwaben. Während Audi 2011 auf 1,19 Millionen Fahrzeuge kommen wird, wird Mercedes 1,12 Millionen schaffen. Laut einer Studie der Bank Credit Suisse weist Audi das höchste Wachstum unter den drei deutschen Premium-Herstellern auf. In den vergangenen 10 Jahren legte die VW-Tochter jährlich um durchschnittlich 6,4% zu. Zu tun bleibt genug. BMW führt das Ranking der Nobelmarken mit 1,51 Millionen verkaufter Autos souverän an. Bentley stellt im Rahmen der Detroit Motor Show den neuen V8 Biturbo-Motor vor. Das Triebwerk mit 507 PS wird das Motorenprogramm in den Modellen Continental GT und GTC ergänzen. Coupé und Cabrio waren bislang ausschließlich mit einem 6 Liter W12 verfügbar, der 575 PS leistete. Das gemeinsam mit Audi neu entwickelte Leichtmetalltriebwerk mit 4 Litern Hubraum feierte bereits in einer 450 PS starken Version im Audi S8 seine Premiere. Bentley verspricht mit dem neuen Motor eine Beschleunigung in 5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h bei einem gegenüber dem 12-Zylinder um 40% verringertem Verbrauch. Der liegt bei 17,2 Liter auf 100 km beim 12-Zylinder. Spät kommt BMW, aber dennoch mit Macht. Nachdem Mercedes mit dem CLS bereits seit 2004 die Nische luxuriöser viertüriger Coupés erfolgreich beackert und Audi 2010 mit dem A7 einen starken Wettbewerber in die Marktlücke sandte, steht nun auch BMW mit dem passenden Angebot in den Startlöchern. Die Münchner feiern im Rahmen der Detroit Motor Show im Januar die Weltpremiere des Grand Coupé. Der Viertürer basiert auf der 6er-Plattform mit einem auf knapp 3 Meter verlängerten Radstand. Für die Motorisierung stehen zwei Benziner mit 320 und 450 PS sowie ein Diesel mit 313 zur Verfügung. Die Preisliste beginnt bei 79.500 Euro. Damit ist das Grand Coupé fast 5.000 Euro teurer als das zweitürige Coupé und liegt auch 800 Euro über dem vergleichbaren 7er.